Bei der nächsten Gruppe handelt es sich auch um eine größere Gruppe, auch ein sehr komplexes Projekt. Es handelt sich um die Gruppe Musify. Ganz grob geht es in der Gruppe darum, wie man von einem Bild zu Musik kommt. Also fällt es unter die Sparte Kunst und Kultur. Und ja, ich bin sehr, 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 sehr gespannt, wie das Projekt am Ende bei euch rausgekommen ist. Und ja, genau, stellt euch gerne schön auf die Bühne, alle Leute, die gesehen werden wollen. Ja, dann stellt euch gerne einmal vor und fangt mit eurer Präsentation an. Hallihallo, das ist Doro, das ist Elias, Fernando, Lenny, Benja und Matthias. Ich bin Dean übrigens. Heute stellen wir euch Musify vor, von Bild zu Musik. Also der Inhalt von unserer Präsentation wird sein, die Idee, also wie wir drauf gekommen sind und wie wir das umsetzen wollen, eine Live-Demo, wie ihr sehen könnt, wie das Ganze funktioniert, dann die drei Schritte, wie wir das gemacht haben, also dann noch die benötigten Programme und Techniken und einen kleinen Ausblick in die Zukunft. Ja, bei der Idee haben wir uns inspirieren lassen von Davids Vortrag am Freitag über das Live-Coding, wo wir auch schon einen kleinen Einblick in das Programm SonicPy bekommen haben. Da haben wir hier ein Beispielbild, so sieht das Programm aus. Und dann haben wir uns eben überlegt, dass man, also da kann man eben Musik generieren und dann auch live abspielen und verändern mit Code. Und dann haben wir uns eben überlegt, dass wir als Input gern Bilder hätten und daraus dann Musik generieren wollen. Das war so unsere Grundidee. Genau, und das haben wir dann auch gemacht. Also unser Endprodukt entspricht jetzt einem Python-Skript, das ein Bild bzw. einen Livestream von der Webcam aufnimmt, Daten daraus ausliest, an SonicPy übergibt und daraus eine durchlaufende Musik erstellt. Also wir starten das Python-Programm. Wir gehen zu SonicPy rüber. Hier unten rechts sehen wir jetzt, dass Daten von dem Python-Programm kommen. Das wird jetzt aktualisiert. Dann müssen wir hier den Port noch ändern. Das kann man noch automatisieren. Das ist ein Verbesserungsvorschlag für später. Der Ton muss auch noch eingestellt werden. Scheiße. Wisst ihr welcher? Kopfhörer. Welcher? Kopfhörer. Der ganz oberste. Nee. Ich glaube, der Ton ist aus. Guck mal. Das klingt gut. Lauter. Genau. Um das Ganze zu machen, haben wir das Ganze in drei Schritte aufgeteilt. Der erste Schritt war letzten Endes die Bildanalyse, das haben wir mit Python gemacht. Dort haben wir die verschiedenen Punkte von dem Bild analysiert, also die Helligkeit, die Sättigung, den Kontrast und auch die dominante Farbe. Das sah dann alles so aus, das haben wir auch alles bei ein paar Bildern getestet und dann sieht man hier unten, also da unten die verschiedenen Werte letzten Endes, die da draus kamen und jo, dann zum zweiten Schritt. Der zweite Schritt war die Generierung der Musik, die wir in SonicPy eben umgesetzt haben, wie auch in der am Vortrag am Freitag und da hatten wir die verschiedenen Parameter Rhythmus, Töne, BPM, also Beat per Minute, Besetzung, Tonlänge und Lautstärke, die eben alle variiert werden konnten durch verschiedene Parameter, die wir eingebaut haben.
Der nächste Schritt war dann der Music Generator. Also da haben wir halt, oder ein Teil von unserer Gruppe hat dann halt, vergessen wir wieder. Egal. Der letzte Schritt war, alles zusammenzubringen, genau. Also die Schnittstelle. Und das haben wir eigentlich mit, also eine Idee war, dass wir es mit MIDI machen. Und dann haben wir, was war das andere, was ihr benutzt hattet? OSC, genau. Das war der andere Teil, das haben wir noch am Ende benutzt, glaube ich. Genau, und dann haben wir quasi, weil wir hatten ja diese Bildparameter, also so Helligkeit und dominante Farben und so. Und dass wir die dann quasi mappen, so zu Musikparametern. Genau, und das war der erste Schritt. Also die Programme, die wir benutzt haben, waren für die Bildanalyse Python, für die Musik SonicPy und für die Verbindung MIDI und OSC. Ja. Jetzt fragt man sich natürlich, das klingt doch mega. Nein, Spaß. Also natürlich, man kann überall noch was verbessern. Wir haben überlegt, ob wir KI mit einbauen können, sowohl bei der Bildverarbeitung als auch bei der Erstellung der Musik. Und natürlich kann man alles verfeinern. Also jetzt, das waren relativ grobe Schritte, grobe Abstände zwischen den Tonhöhen, zwischen den Lautstärken. Genau, das wären Verbesserungsvorschläge für die Zukunft. Dann erstmal vorher, bevor ich euch Danke sage, danke an unsere Leiter Alex und Wolfgang, dass ihr uns unterstützt habt. Und Konrad. Und danke an euch alle für eure Aufmerksamkeit. Danke an Mietje. Ja, wenn ihr GitHub habt, könnt ihr auch da unser Projekt runterladen und selbst benutzen. Super, vielen lieben Dank. Wirklich richtig interessante Präsentation auf jeden Fall. Natürlich kriegt auch ihr eine Frage. Und zwar, was war denn eure spannendste Herausforderung während des Projekts? Ich würde mal behaupten, auf jeden Fall die Schnittstelle zwischen Python und SonicPy, weil wir alle noch nichts damit vorher gemacht haben. Wir hatten alle keine Ahnung davon. Wir hatten tatsächlich tatkräftige Unterstützung zum Glück, sonst hätten wir es vermutlich nicht hinbekommen. Das war so ziemlich der aufwendigste Teil. Okay, super. Ich danke euch vielmals. Holt euch nochmal einen riesengroßen Applaus ab. Und dann könnt ihr sehr gerne die Bühne freimachen auf der linken Seite für die nächste Gruppe.